Herrlich. Das nennt man Absprache, die nicht vorhanden ist. Fehlende Kommunikation. Was hat Flo gesagt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, Essen machen. Hat jemand ein Handy gerade neben sich? Ja. Ja. Flo? Nee, warte, hat sich erledigt. Haben schnell geschrieben. Hauptsache, der hat sein Handy auch dabei. Ja, wie immer, kein WLAN-Empfang. Schönen guten Abend, Tessa. Was, Tessa? Tessa. Achso, hallo, Tessa. Was denn du? Tessa. Bitte gebt mir Bescheid, Sinnlos und Whitewagon, wenn alle vollzählig sind bei euch. Kannst du Ei-Ei hochsagen? Ei-Ei. Passt schon, wir stehen. Bin schon wieder da? Nein. Der Konvoi steht aktuell vor dem Hafen. Ah, oh, da würde ich schon wieder hochwispern. Heulni. Ich bin jetzt ehrlich. Die sich noch auf dem Konvoi, beziehungsweise auf dem Hafengelände befinden, bleiben bitte dort. Danke. Aufs Moor schreien kannst, dass die es nicht geschissen kriegen, ihre Abfahrt scheit zu regeln. ELG bitte auch nicht rausfahren. Auf dem Hafengelände bleiben. Ich hatte noch einen Anruf. Okay. Jo, kein Problem. Mischa? Okay, da jetzt alle vollzählig sind. Ich hätte gerne noch eine Rückmeldung an den Veranstalter, ob alle Firmen jetzt wirklich vollzählig da sind, damit wir wirklich losfahren können. Negativ. Flo steht bei uns nicht. Fehlt, wie gesagt, noch der Micha. Und der Flo. Ich glaube, der ist gerade. Flo ist hier. Alle anderen außer die Lisette auch noch vollständig. Da ist er. Oh. Teilweise. Ja. Der Alex, der bleibt bei uns stehen, weil der ist aus irgendeinem Grund nicht erschienen. Also an den einfach ignorieren wir vorbei. Der Konvoi ist alles klar. In Bewegung. Wer ist denn bei euch der Letzte? Jo, danke. Der Erik, also Katurix. Katurix, danke. Okay. Juli. Okay. Jemand hat den Channel verlassen. So, Micha? Boah, ich krieg ihn. Aber der muss doch bloß Lulu. Hat er wieder reingesteckt und kriegt nicht mehr raus, oder was? Oh. Gib mal noch einen Timer von 30 Sekunden, dann fahren wir los. Die ersten können ja schon mal anrollen. Ah ja. Micha ist ja nicht der Erste. Solange wir die nicht komplett rollen, dann brauche ich auch nicht los. Den Namen hast du ja gemerkt, Biggie. Der ja links neben dir steht. Okay. Gut, geht durch, ihn lass mal hier. Mhm. Halt. Einmal von den White Dragons. Wir lassen auch einen erstmal am Hafen stehen. Der wollte bloß bissen. Gut, Vicky okay, hinterm letzten Rand noch. Abtreiben. Wer weiß, was ihm im Weg gelaufen ist. Position wirst du noch oder soll ich wieder durchblabbern? Ja, so wie sie stehen. Ja, du ja auch teilweise. Lange mal gepackt, weißt du es auch. Der Mann packt, parkt logisch. Immer. Gibt's doch gar nicht. Wirklich. Da. Beschleunige den Konvoi ganz sehr gut, langsam Micha. Auf 45 km/h, danke. Damit sie sich ein bisschen auseinanderzieht. Oh, Bauchschmerz. Ist jetzt nicht der... Oh. Fährst du noch mit, Micha? Ja. Gut, dann bitte kleinen Motor an.
Hab ich schon. Sehr gut. Mein ETS hat einen Fatal Error. Ach, echt jetzt? Rechtzeitig geschafft. Gut. Dani? Mario ist weg. Ja, aber ich schon. Genau, das heißt Micha hinter Dani. Ich hatte den Scheiß Anti-Kriegbot an, der geht bei mir nicht. So, wenn du mir eine Minute gibst, bin ich da. Mike? Da, ne? Mike? Ja. Alles klar. Mario wieder da? Nein. Mario wieder hinten. Jetzt wäre ich da. Ein Gummi. Er kann doch einziehen. Los, spawn. Spawn. Fahr bitte durch uns durch, ja? Da? Noch nicht. Micha, kann stehen bleiben. Sind schon alle aus dem Hafen rausgefahren oder? Du sollst durch uns durchfahren, Mario. Durch den Big Mike, durch den X-Rain, durch den Michael und beim Dani bleibst dahinter. Danke, ganz mich auch. Was sind Manöver hier? Er wäre sonst langweilig, oder? Ja, aber ich hab mir voll gefallen. Mach ich jetzt irgendwas Lustiges? Ja, das machen wir erst, wenn es wieder richtig rollt. Aufpassen, Dani. Ja, Dani. Bitch! Wer ist denn der? Mike! Wie kannst du dich mit dem verwechseln? Weiß ich nicht. Können die alle gleich heißen? Was? Wie denn? Auf was die heißen wir? Ja, nicht gleich scheißen, sondern gleich heißen. Okay. Oh, ich bin ja gleich. Gleich scheißen. Da kommt ja gerade Dani, du wirst gerufen, falls du es mitkriegst. Dani, du hast genau wo ein Weggehen. Oh Gott, das will. Jetzt kommen die Gemeinsamkeiten. Wir nennen uns alle Basti. Nee. Oh, fast das Schild weggewichst. Ey, ich bin ja weggebrochen. Nee. Stimmt nicht. Oder nicht? Aber sind wir nicht alle ein bisschen. Du ja. Warum halt dann X-Way 1, 2, 3, 4? Genau. Nee, danke. Ich höre meinen Namen täglich, jedes Mal im TS, das genügt. Aber ein Cheese-Rain. Du hörst es ja aber, das heißt ja nur noch 2, 3, 4. Du hörst nur Basti. Ja. Basti, guck mal hier. Ne, Basti, guck mal hier. Guck mal. Jetzt ist gut. Aus! Okay. Was soll ein Tesos denken? Ja, der ist nicht da, das hat einen Vorteil. Doch, der ist bei mir drinnen und guckt die ganze Zeit zu. Das weiß ich. Ich meine im TS, deswegen ruft nur keiner. Achso. Wer ist Tesa? Boah. Genau. Tesa-Film. Wie hast du Sound an? Beim Stream? Den haben wir alle an. Hallo Tesa. Das weiß man doch. Hallo Tesa. Bleiben sie wieder, ey. Die Frage ist halt, manche haben da Teamspeak gedöhnt ausgemacht des Streams. Ja, für dich nicht. Nein. Also sowas gibt's bei mir nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Entschuldigung, dass ich mich wieder erkundigen wollte. Ja, das solltest du öfters. Aber weniger jetzt. Ja, Kamera. Boah. Wie sollen wir denn überhaupt fahren? Jujus! Ja, so wie vorne angegeben ist. Wollen sie. Alter. Biggie? Ja. Ich muss bei mir die Benachrichtigung noch neu einstellen. Warum? Was denn? Es hat gerade ein Knöpfchen gedrückt und ich bin sowas von zusammengezuckt, das glaubst du nicht. Hä? Ja, hier, follow. Ach so. Alter, ich dachte, mein Computer geht kaputt. Kam bei mir auch vorhin erstmal einer rein. Ganz am Anfang. Alter, kannst du die Meldung zerstört sich im Wind. Oh, ja, so ungefähr klang das auch. War so ein ganz heller Glockenton. Okay. Kannte ich jetzt von meinem Computer noch nie. War so weg wieder. Geht dein Bot überhaupt nicht mehr?
Weiter geht. Achso. Ich will ja gerne mal wissen, wie viele Minuten du eingestellt hast, dass der wiederholen tut, die Nachrichten. 10 Minuten. Bei der Lisette soll noch jemand auf dem Park. Achso, passt schon. Alles klar. Nee, ich will ja keinen Spammer bei mir drin haben, sondern alle 10 Minuten da. Da war er doch jetzt. Ich wollte gerade sagen. Also rühren, fahren, schalten, das ist tatsächlich schwierig. Und ich müsste ja noch essen. Ja, das Essen habe ich schon hinter mir. Oh nee. Piggy. Ist schon wieder gut. Big Mac? Ja. Was wurde vorne angegeben? Ich habe es eben leider nicht mitbekommen. Keine Ahnung. War jetzt auch nur so schnell wieder auf. 45. 45? Ich war 70. War mal. 44. Ich war 45. 70. Ich fahre ja auch einen LKW. Echt jetzt? Ja. Doch, das ist ein Auto, was du da hast. Ja. Trabi. Boah, nee. Nicht gegen Trabi. Na gut, ein bisschen Mikro halt dann. Ja, okay. Mit V8 Sound hier. Mhm. Dank Plugin. Ja, wunderbar Sound. Ja. Lautsprecher da. Ist hier Elektro. Gerne, den Nismo, ne? Was denn? Leckmo? Ah, okay. Ein Leckmo? Nismo. Die Elektroautos sind für die Blinden und sowas. Wollen die dann solche Soundfunktionen kriegen, dass die auch mal was klingen? Jetzt echt hier Gas geben und aufholen. Übersteuert dann. Ja, so gibt's ja bestimmt Idioten, die Musik darüber abspielen. Aber wenn du da drauf zugreifen kannst. Wahrscheinlich. Ich bin hier Dauernutzung. Mein Kupplungspedal. Mein Kupplungsbein ist auf dem Tisch. Und ich drücke jetzt 2-3 Knöpfe. Da war so richtig, der Lenker nutze ich jetzt auch. Im Tempomat war ich nämlich nicht Tempomat-Knopf am Lenker habe. Ja, hab ich bei mir an der Wippe. Faltwippe. Gangschaltung. Dani geht's Bett. Damit ich weitermachen kann mit Sachen. Wegen diesen Satz. Hallo? Hi. Meine Aussagen stiften teilweise Wirren an. Sollte er stehen? Seht ihr ihn nicht? Sobald du näher kommst, zieh halt. Wenn du hinten drauf hängst, dann ist er da. Wann heißt denn das Trawander? Man spürt sich Trawander? Trawander. Trawander. Das ist Trawander. Einfach geradeaus weiter mitfahren. Ich muss ein bisschen was umleiten. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Bitte weiter geradeaus fahren. Danke. Wo? Ja, das entscheidet sich dann ganz rum. Am Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Richtung, ja, mache ich doch jetzt gerade. Jo.
Der 1 ist leider falsch gefahren. Das wäre sowas so peinlich. Das letzte Mal schon irgendwie gekriegt. Das wäre zusammen uns. Ja, das war beabsichtigt beim letzten Mal. Ja, schaut man die gerade ausfahren? Irgendwann mal, ja. Man denkt, die sind noch ein bisschen weiter vorne. Wer weiß doch nicht, wo er gemeint hat. So, ich folge der Konsequenz. Ja, ja. Also, Tim. Wenn ich im Graben lande, weiß ich, wer schuld ist. Also, die Konsequenz auch noch, meinst du? Ja. Eigentlich Christiansson. Abwarten. Könnte sein, dass der Funk gleich ein bisschen eng wird. Also, ich hab sinnlos vor mir. Good. Vorsicht, es kommt Gegenverkehr. Was ist das sinnlos vor mir? Ja. Immer noch. Geht denn das? Weil die vor uns waren? Der Grundzeug ist ein kleiner Fehler unterlaufen, die Route wird ein klein wenig geändert und ja. Passt. Wir machen das Beste drauf. Genießt die Landschaft. Ich bin im Tunnel, danke. So, Jungs, vorsichtig, ich hol weit genug aus, fehlt hier an der Tankstelle und fahren wieder zurück auf die alte Strecke. Arsch. Da oben. Keine Ahnung, wo wir sind, wer jetzt gemeint ist. Wo ist Marvin? Der kann das doch so gut. Der dreht mitten auf der Straße. Oh, herrlich. Nochmal dabei sein, nochmal dabei sein, noch. Ne, wie war das? Nochmal frei sein, nochmal. Ach, leck. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, das macht Spaß, das macht Laune. Genau, nochmal rückwärts. Ja, das geht nicht. Freund, hier, nochmal schneller. Ja. Ja, das könnte ich nicht. August, du leckst. Was? Genau, nicht die Stimme zu hoch machen, dann hast du Internet leckst. Auch die lachen. Du musst immer Sachen sagen, die du nicht sagen willst, und dann wird's gut. Genau, immer voll ernst bleiben. Immer Sachen sagen, die nicht ankommen sollen. Die kommen dann an. Fahrt den Konvoi einfach hinterher, Leute. Echt? Nee. Das ist ganz was Neues. Hab ich noch nicht gehabt. Vinny! Achtung, auf der Landstraße kommen euch LKWs entgegen. Nein. Achtung, auf der Landstraße kommen LKWs entgegen. Echt jetzt? Was ist denn das? Kennst du die? Ja. Ist ja cool. Wie auf dem EU2, du. Oh, schöne Landstraße. Im Game bin ich noch drin, aber ins ES bin ich raus. Keine Ahnung, was ich sehe. Elektro! Hey, Biggie, du fährst falsch rum. Hey, du auch. Hey, Biggs. Das ist Internet. Das ist Internet. Haben die schon irgendwie das 500er Ding auf?
Spezialisten noch gibt. Mhm. Heilhautgeschenke, gibt's die Dinger immer noch? Ja. Als Mod. Ah, lol. Vorsicht, ja, als Mod. Das ist ungünstig. Er nennt sich. Er nennt sich eher lustiger. Was ist das denn gewesen? Also, ja, irgendwo bist du kollidiert. Nein. Nee, der Michael ist irgendwo gegengefahren. Nein, ist ein Leck. War gar nichts. Irgendwo hüpst oder Dachschwelle fällt um. Ja, ja, sag ich ja. Du bist aus meiner Sicht irgendwo gegengefahren durch die Lecks. Wer ist denn vor dir? Sackgang. Da sollst du rechts abbiegen Richtung. Der Konsig vor mir, passt doch. Ja, ich bin einfach. Ja, ich hab aber eine Links. Ich hab hier eine Linksspur. Und dann geradeaus. Noch zusätzlich. Wer wartet sogar? Ich fahr geradeaus. Ja, gib einfach Gas. Ich tipp, ich will nicht, wissen wir Bescheid. Okay, am Kreisel umkommen zurück. Naja, wir fahren jetzt im Kreisel drehen da, weil ich Konsig vor mir hab. Wartet aufs Konvoiende. Ich hab's Konvoiende vor mir. Ich weiß nicht, ob so. Ich jetzt hier richtig was? Bin, ne? Ja, ja, der ist vorgefahren und hat mich überholt. Weil er. Vielleicht gesehen hat, dass wir falsch. Genau, weil wir gleich. Das passt nämlich. Ich finde solche Wendemanöver sollten wir öfter machen. Ey, das macht auch Spaß. Also, Anführungsstrichen Spaß. Alles Winnie schuld. Hätte er die Fehler nicht gemacht, wir wären angekommen. Ach, für Bullwin. Und Tim? Ich hab'n Konvoi wieder. Wie weit's? Gut. Dann hat sich das erledigt. Ich bin erst hinter Sinnlos. Aber was? Marco ist gar nicht. Ja, was? Ich bin hinter Sinnlos der Erste. Ja. Hä? Weil ich. Okay, also Biggie und Tim seid falsch gefahren. Wir sind gerade weitergefahren. Leute, nehmt Rücksicht, wenn ihr im Berg hochfahrt. Vorsicht, da steht der Mario. Wir gehen runter. Ich bin 40 km/h. Jo, bist du denn, Mario? Ja, später. Guck mal rein, glaub ich, oder? Bis mal. Der blockierte Benutzer hat einen Server groß. Also, wie gesagt, wir gehen runter auf 30 km/h aufgrund, dass die Leute schon am ersten Berg hängen geblieben sind. Was? Jo. Da fällt mir noch so ein Satz ein. Schwung haben. Thank you.
Schrottplatz und fettes Lenkrad für 50 Zoll teilen. Ich überlege, ob ich mir nicht so ein PKW-Lenkrad aufbaue. So, Markus, gib mir mal so ein Augenfeedback. Schleicht die da vorne oder ist das einfach bloß wegen dem Berg? Die schleichen auf 30 km/h wegen dem Hügel. Alles klar, also haben sie alle keine Power. Gut, danke. Alter, willst du mal schalten? Da waren auf dem Dach dabei, was hingegen kam, Alter. Der LKW ist gerade bei 2,4 gewesen und wollte nicht schalten. Da kommt ein Hügel, das ist brutal. Das schmeckt lecker wie beim Mecker. Also auf gut Deutsch, da wo der Multiplayer installiert ist. Genau. Crashlog. Oder Log. Einfach eine Log-Datei war es, glaube ich. Crashlog und normal Log gibt's. Es gibt nämlich beides. Okay. Gib jetzt Gas. Mit der Gänse. Gott sei Dank. 25 km/h niedrigste. Ich geh da mal hin und lock die anderen Gruppe. Ike, tritt drauf. Mach ich doch. Gut. Mit bloß wegen den Hügel. Ich stehe jetzt erstmal hier hinten. Sonne wieder. Aber die alle da vorne nicht fahren können. Also ich fahre ja gerade mit 56, 58, 57. Jo. Fahr mit 5. Yeah. Ja, ach, schon führe ich mit 5. So, wir gehen auf 50 km/h. Ja, so rüber. Die Leute sind noch nie hier begegnet, weil die auch bei mir weg von Fenster. Ja, wenn die Berge hochgekommen sind. So Leute, jetzt frage ich nochmal durch, ob alles klar ist, damit nein, nicht wieder alles durcheinander reden. Sinnlos bei euch, alles klar. Sie sind doch nicht, geht doch nicht schneller. Okay. Sein. White Wagon, bei euch auch alles klar. Iggy, Durchsage. Ja, bei uns ist alles gut, außer dass der Berg hier ein bisschen Probleme macht, aber alles gut. Häng fest. Ja, der hat bei uns auch ein paar Probleme gemacht. Ja. Bei der EFL alles fit. Worüber holt der? Wer holt? Keine Ahnung. Naja, hier Cargo Trans. Bei der Lisette Logistik. Die haben mich zu überholen. Der steht da links neben mir. Der ist so. Kannst du durchgehen, Vicky? Kommt eh nicht dran vorbei, weil sein LKW da gar nicht aufschaut. Mann, schaltet auch nicht mehr um. Ich krieg gleich Nachschub, aber der Laster ist gerade im Stau. Bei der Typhoon Logistik auch alles klar. Cargo Group. Oh, jetzt kommt er raus. 130. Ich seh nichts mehr, hier ist dunkel. Sandicht. Gott, das ist der Flug. Ja, es gestaltet sich ein bisschen schwierig mit den Regeln hier. Was für Regeln? Wir beschleunigen auf 60 km/h. Eine Info von der White Dragons. Nochmal überholen. Ja, schieß los. Cargo Trans, die überholen schon wieder mal den ganzen Konvoi. Weiß ich nicht. Weil ich ihn anscheinend zu langsam bin. Geben sie gerade durch. Überholen im Konvoi ist nicht erlaubt. Leute, überholen nicht erlaubt. Wenn ihr zurückfallt, dann schließt euch am Konvoiende an. Etwa welche von ihnen? Ey, der glaube ich, glaub ich heute mal schön auf den Tisch. Wenn die im Raum sind. Du hast solche Sachen, haben sie auch gehört. Ja, mögen die ja nicht, ne? Ey. Wenn die Wahrheit sagst. Ey, und? Hauptsache man sagt's. Ja, klar. Big Mac. Was denn, Mike? Glaub, wir schicken die alle mal zu euch. Der FSD? Das können wir machen. Machen wir eine große Trommel heute mal. Ich glaube, da wird Michael was dagegen haben. Wie viel?
50. Okay, sagt Bescheid, wenn es bei euch irgendwie wieder weitergeht. Die, die den Anschluss verloren haben, können ruhig ein bisschen schneller fahren, bis sie wieder aufgeschlossen sind. Danke. Ich wollte logisch sein. Bin ja aufgeschlossen. Es geht ich bergauf. Es geht bergauf. Ja, da kannst du nicht Gas geben. Also ich verschließe mich nie. Ja, eben. Aber Kleinfurter hat so, ein, so eine Hektik, ne? Ich höre mein Turbolader. Gasbremse. Oh, hier geht's weg. Alter. Mike, aufpassen. Die, die den Anschluss verloren haben, ist wieder alles klar bei euch? Oder gibt's da noch Schwierigkeiten? Vorsicht, sehen wir stehen wieder. Jetzt fahren sie gerade. Ich muss mal gucken. Ja, hat nicht funktioniert? Was denn? Die viel. Nix geht nicht mehr. Gefunden. Nein. Scheiße. Wie viel Schaden hast du? Was sind wir? 28. Ach, reicht. Das geht. Ist doch fährst du es gar nicht, oder? Ja. Ja, du wirst ja eh mal einen Motoraussetzer haben pro 5 Minuten, das reicht. Ja, nur meine geht dann immer komplett. Ist mir gerade in den Raum gedonnert? An die Typhoon Logistik. Wäre das möglich, dass ihr kurz an den Straßenrand ranfährt und mit Cargo Group die Plätze tauscht? Achtung, Tim, hier vorne stehen sie. Ich hab hier gerade. Ich finde es immer interessant, dass ein Konvoi bergauf jetzt langsam wird. Ja, und bergab bist du runtergebrettert wie ihr Blöckelopter. Ja. Hab ich einen Schwung. Nee, hab ich auch gedacht, dass du Korb nicht kriegst. Okay, danke. Das wäre dafür allerdings lustig geworden. Jochen, meine Finger sind noch ruhig, du kannst. Johnny, mich runter. Ich helf grad Mario. Was machst du? Ich helf grad Mario. Okay, alles klar. So. Ja, ich seh dich eh nicht. Ich bin hier am Berg gewesen. Aber ich geh langsam weiter. Ja, weil sinnlos genau da stehen bleibt, wo ein Berg ist. Wo geht denn der Schlitz fix nicht mehr? Oh, wie wohl? Ist rausgenommen. Oh, warum denn? Jetzt nur U2. Also, Simulation. U2 machen, mit Stadt noch so eine Strecke. Ja. Die, die jetzt tanken, fahren dann bitte hinten am Konvoi hinter anschließen. Danke. Konvoi hintern. Konvoi hintern. Gibt's dann so Spezialisten wie Sinnlos, die sich dann einfach mal tanken und vor sich wieder rein bei sich. Hm? Deshalb fahren sie auch langsamer dann, extrem. Ja, der letzte fährt ganz mega langsam. Ja, das würde ich dann auch mal ansagen. Warum hast du den Blödsinn jetzt schon wieder? Doch, die haben mit dem Blödsinn mittlerweile aufgehört. Damit das ja nicht auffällt. Jawohl. Jawohl, die lassen rein, die bleiben stehen. Ja, ja klar. Nee, die stehen tut, ihr EGL steht. Und einer von Sinnlos. Ist das nicht EG? EG, hast du eine Tastenkombination? Ja. Stehen. Mach mal einen Sound kurz aus, Bad Witch. Hab ich. Oh! Ja. Danke. Einen wunderschönen guten Abend, Lissa! Bein Scheiße. Ging das Mikro? Ja. Nee, ging's nicht bei mir. Ja, und wir haben so eine, ein Bayer hier drin, ja, das stimmt. Was? Zufälligerweise genau der vor mir fährt. Oh. Ich sehe keinen. Und der andere ist ein Franke. Motorausfall bei mir. Hui. Ich hab's gemerkt. Hat direkt wieder gestartet. Vorsicht, Mike.
Beim nächsten Mal mehr Dramatik, Micha. Ja, das kam bei mir wie ein normaler Satz gerade an. Deswegen habe ich dich nie wahrgenommen. Hab bloß gesehen, du standest. Nächstes Mal schrei ich dich auf. Ja, bitte. Dafür steht da Blitze, bist du geblitzt worden. Weiß, wie ich das brauche. Ich schrei dich an, mein Schatz. Aber geht's hier bergabwärts oder hat er jetzt auf immer 200 PS mehr? 200 PS mehr. Okay, danke. Ich hab das so ein Turbo... 70 Fahrer, sieht was auf. Big Mac? Anwesend? Kannst du gerade mal durchgeben, dass ich an der nächsten Tankstelle rausfahre? Das braucht man nicht durchgeben. Du gehst tanken und schließt dich ganz hinten an. Genau. Okay. Mehr macht man nicht. Ich glaube, wenn jeder das hochwissen würde zu denjenigen, glaube ich, die werden... Boah, steh ich schon wieder. Also ich sehe keine Tanke. Nur ein Stavanger. Okay. Aber nach Stavanger rein wird er auch nicht fahren. Also wenn hinter dir jetzt gerade keine ist, kannst du mal mit F7 Enter mal nachgucken. Mike, wie viel Blubberzeug hast du? Wenn Stavanger da steht und der relativ guten Abstand hat, aufdrücken. Nee, der ist nicht bei mir ran. Wieder. Sauber. Okay. Theoretisch nicht, wenn dann einfach anders abfährt. Also ich sehe gerade eine Richtung Stavanger. Das ist ein Kreis, dann lass du fahren kannst, aber er müsste halt dann anders abfahren. Also auf der Erde Konvoi-Teilnehmer, wir erreichen gleich eine prekäre Stelle. Ich würde euch bitten, wenn ihr dann weit genug ausholt mit euren Double-Trailern, nicht dass jemand hängen bleibt. Ich wiederhole, bitte weit genug ausholen, damit ihr nicht hängen bleibt. Danke. Was meint er mit hängen bleiben? Ich verringere die Geschwindigkeit auf 40 km/h. Und wir haben Gegenverkehr. Danke, Micho. Tschüss. Aber die Betonung hat jetzt noch gefehlt. Was? Ja, bin ich schnell Hund oder was? Jochen wieder Hund. Geil. Klapp! Ja, genau. So, ich geh runter auf 30 km/h. Oh, pass auf Gegenverkehr. Ja. Ja. Wie soll ich denn ausholen bei Gegenverkehr? Ups, oder? Das ist der hängt lieber, wa? Ja, der hoch, ja. Mhm. Sah gut aus. Ja, etwas die Kurve geschnitten. Das ist halt FST, oder? Nein, nicht der Micha. Der Gegenverkehr. Ach so. Der hat sich erschrocken wegen Micha. Der kann ich ja verstehen, ne? Aber so Arsch. Erschrocken, dass er gegengeknallt ist. Gegen die Brücke. Ja. Wer die Kurve geschnitten, die Ratte? Oh Gott, ey. Ich wollte noch Kaffee trinken. Wollt ihr einen rauchen? Hab ich gehört. Ich beschleunige ganz langsam auf 45 km/h. Ich kann schon entspannt anrauchen. Hab ich auch gerade. Der will jetzt nicht da. Oh Mann. Er hat gesagt, die Kehle. Wo denn? Das geht doch zum Steinbruch, oder nicht? Ja. Nee, oder? Was? Oh nee. Nein, sinnlos gerade drauf. Aber ganz lang, ganz sanft. Ich hier ganz lang und sanft. Ganz lang. Nicht.
Ganz Markus! Mike? Geradeaus ist eine Tanke. Leute, aus! Ich möchte euch bitten, ein bisschen weitere Abstände zu halten, damit auch jeder den Berg gleich hochkommt. Ich sag das eh, der immer ausschreit. Auf den Berg gut hochkommt. Ja, ja, ich wüsste jetzt, welcher Berg da jetzt kommt. Mike? Ja? Du liegst jetzt nicht rechts ab, du fährst geradeaus weiter, da kommt gleich eine Tanke. Okay. Genau. Mal kurz sagen, ja. Einmal von der Info von der Red Dragons, wir haben einer, der jetzt tanken fährt. Der fährt geradeaus weiter. Alles klar, ist angekommen. So, verstehe. Ist in Ordnung, hab ich verstanden. Ich kann nichts dafür, wenn es nicht weiter. Wenn sie es nicht. Ja, und deshalb kriegst du nicht mal die Konsequenz. Wir können mal zurücksetzen, vielleicht kommt er dann hoch. Ich hab 21% Schaden. Okay, dann lass er. Ich geh nach Stavanger und dann. Von dort aus fahre ich direkt einen Weg nach Kristiansand zu Hause. Jawohl. Ja, aber ganz ehrlich, schau dir mal diesen Knackarsch an. Weil warum soll ich mich hinten anstellen? Ja, weil ich sonst nicht kenne. Geile Nummer, aber was für eine Nummer? Mega ehrlich. Einen wunderschönen guten Abend, Zilla, mein Guter. Ja, yeah, ich begrüße auch alle anderen jetzt noch, die jetzt da drinnen sind. BD Tesa. Na toll. Am besten noch nicht den Hang ansetzen, weil sonst kommen sie nicht mehr hoch. Wo seid ihr? Da, da im Gegenverkehr. Da oben, ihr seid ja bei mir in der Nähe. Hier drin ist nämlich Gegenverkehr, das ist total geil. Glaube ich, sehe den Mike auf der Karte, kann das sein? Kann gut sein. Na, Konsek braucht nicht vor mir vorfahren. Erfurt oder? Dein Mikro immer noch anwesend. Sag mal durch, dass wir Gegenverkehr haben. Zur Info von den Red Dragons nochmal, auf der Landstraße beim Steinbruch haben wir einen Gegenverkehr noch. Achtung, auf der Landstraße beim Steinbruch Gegenverkehr. Leute, bitte auf.
Da kann ganz schnell mal eben vorne die Achse schweben. Ja, und warte, von Weitem geschrien? Aus. Also wir erreichen jetzt bald den Hafen, dann setzen wir rüber nach Belgien. Ne, nicht Belgien, Dänemark, Entschuldigung. Belgien. Setzen wir rüber nach Dänemark und dann werden wir wieder eine 15-minütige Pause machen. Raucher können rauchen gehen. Und Bischer kann aus! Und, Mike, das, ja. Die Richtung stimmt noch. Christian Sand, Fähre. Oh, lückentechnisch gehen wir auf 30 km/h runter. Auf 30 km/h. Weiß gerade sowieso nur. Schon sagen, dass sie gut durchheizen. Ich komme jetzt ja auch nicht mit irgendwelchen Sätzen, ne? Bin ja gerade am Aussicht genießen. Aus! Ja, ja, du bist auch. Aus! Oh, das ist dein Hund!
Jetzt stimmt das auch noch. Sag ich doch. Ihr habt jetzt gehört. Oh. Ich sag auch, was ihr geht aus. Aber vorhin, das war noch viel geiler, wo das Mikro ganz weit weg hat. Das ist lustig. Wir fahren aktuell 30 km/h an der Spitze. Ja, das hat man schon. Das gehört mich ja ausschließen, los. Nein, ich trau mich schon mal, gell? Ich war nicht mehr an Donny. Ja, dann machen wir das. Bitte Abstand. Ja. Viel Abstand. Und bremsbereit, egal was. Ich hab eine stärkere Bremse ganz nah rechts. Ist was jetzt geil wäre? Also bei Micha steht also Einsatzleiter drauf. Du hast nur rechts starke Bremsen, ja? Links nicht? Ha? Du hast nur rechts starke Bremsen, links nicht? Aus! Sieht sich der Zug ein bisschen krumm. Aus! Ich wollte trotzdem mal kuscheln. Mann. Hat das L von mir auch was gemacht? Bist sauer. Das Spiel fängt er fertig drauf und erst dann geht die Bremse los. Oh, zu spät. Ja, etwas. Ich weiß ja nicht, wie viele Kilometer die jetzt geplant haben für die Dinge. Ey Markus, ich hab dich vor mir. Ach nee. Ja bitte. Ich geh doch ins Zimmer mit Michael. Warum? Wie, du hast mich vor dir. Ach Quatsch, das kann ich schon in der Öffentlichkeit. Eben, ich schreibe dann nur mal aus. Den Tim seh ich. Flo, blöde Frage, warum ist mit jetzt direkt hinter dem Windows? Alle vor und wechseln. Ja. Alle drei. Also so weit hinten sollte jeder, aber. Achso. Ui, das ist ein Tobi. So, Markus hinter mir. Oh, niedriger Tankangabe. Oh. Tankangabe. Ja, ja, niedriger Tank. Vorne rechts kommt der Tanke. Ich zieh doch jetzt da rüber! Donny. Geht doch. Was, ja. Könntest du das einmal bitte lassen? Ich hab mir gedacht, da ist so eine schöne Spur, die wird nie benutzt. Ich muss dich mal. Ich warte bis ich so ein bisschen dicht drauf und dazu. Wie vorhin auch im Postblock, ne? Für die Notstreifen oder so. Also, Trudel, alles ist Vorsicht, Gegenverkehr! Vorsicht, Gegenverkehr! Aus! Gegenverkehr. Gott! Mann! Seid ihr schon im Hafen, Christian, sagt er was? Ja, ich schaffe keinen Hund an, ey! Wie heißt der denn? Aus! Den hat sich nicht erinnert. Den nenne ich Michael, ja. Das wäre gut. Genau. Michael, aus! Leute. Oh. Herrlich. Hey, wo ist denn dieses blöde Christian Mann jetzt? Nee, Mann. Ja genau, wer den Bär wieder langsamer. Ist schon klar. Soll ich dich hochschieben oder was? Oh, ich wünschte dir das. Ich wünschte dir das jetzt. Was? Dass er ausgeht, ne? Soll ich mal einen Bildcheck machen? Nee. Nix mit Absicht. Geht da schneller aus. Genug Zufälle. Musst du immer auf Drehzahlmesser aufpassen, wenn der noch runter geht. Oh, aus! Aber doch wie ein schön gefahren. Der Inhaber von der BFL hat es auch wohl nicht mehr alle, wa? Wenn nicht mehr was. Hängt er mir wieder. Ja, es wird noch eine Pause geben. Ja, Christian dann. Jetzt so langsam Zeit, takt müsst ihr. Alle noch. Und noch eventuell was anderes. Reparieren. Reparatur, ja, ja, ja. Ich würde aber so gerne noch weiter aufschreien. Ja, ja. Ja, machst du nicht alles ganz, das Motor kaputt? Genau. Ich stell dir mal vor, Michael würde die ganze Konvoi leiten. Oh, geil. Einfach die Schwisper aus! Ja, das ist die Konvoi, was? Was? Oh, geil. Weil er macht immer dann Spieler. PC hat Bob, alle weg. Ich kann es nicht mehr, Alter.
ETS? Ja. Echt? Okay. Das war Handy auch gerade so scheiße. Ja, komm, die kleine Kurve, wir gehen auf Song. Bei dem Spiel bin ich nie angespannt hier. Ja. Immer schön, immer schön chillig. Aus! Oh! Ja, ja. Aus! Hey, so was hast du für ein Hobel? Ja, der mag diese langsame Geschwindigkeit nicht. Da haben wir ein bisschen Stressen dazu. Der hat einen Wolf im Schafbett. Ui! Der hat einen Wolf im Bett. Ja, momentan ist nur ein Lämpchen, kein Schaf. Wolf. Lämpchen. Ein Lämpchen, kein Wolf. Ich hab Ohrleit. Mach das. Der nächste. Ist der Motor bleibt an ohne Probleme. Es macht immer Bing und der schreit direkt los. Ich hab bloß dieses Bing gehört. Wir haben mit ca. 70 Kilometer Kristiansand erreicht. Von daher. Ach, scheiße. Besteht Hoffnung. Ich dachte, ich hab schon gesehen. Dreht sich ein bisschen durch so oben. Hauptsache mal schreien, ne? Hauptsache ist es dann Stamm geschrien. Oh Gott, ey. Wir gehen auf 40 km/h runter. Oh, ja, runter? Ich geh runter. Haben wir doch die ganze Zeit. Ich bin bei 0 km/h gerade hinten am Konvoiende. Ey. Wo ist eigentlich der Mike? Hinter mir. Hinter dir? Wo? Und Krevo ist hinter mir. Vorsicht, in der langgezogenen Linkskurve in Kristiansand steht einer in der Kurve. Vorsichtig bitte. Nein. Oh. Mein Hund. Au. Nein, Herr, Buch auf. Was hört ihr das noch? Dann rammt ihr noch weg. Hey, mein LKW haut ab. Achso, falsche Taste. Okay. Tschüss. Das ist ein Rückfleisch, haben wir. Ich wollte die 7 drücken, weil so ein bisschen neben mir und so, ne? Oh ne, das war die 8. Fuck. Oh, das ist nur noch 138, bitte. Was für ein. Luftmangel. Achso. Ah, ich glaube, er bekommt keinen Sinn. Um Gottes Willen. Es wird ein Mädchen. Ich habe eine. Von dir. Was? Von dir, Mike. Ich habe eine Tochter. Das heißt Loki. Hm. Da muss ich gleich mal zum Tanken da. Reparatur auch gleich. Ja, aber bitte. Warum? Aus, so schön. Nee. Doch. Mit den Reflexen sind ja da, aber Verständigung manchmal nicht so ganz. Wo denn? Ich verstehe mich. Ja, das ist schön. Ah, bin ich schon in Kristiansand angekommen? Ja. Ich bin noch irgendwo auf der Brücke in irgendeinem Fjord. Ich glaube, das war eine Antwort. Fähre, 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 ist gut. Pause, Fähre, Fähre. Ist die Pause jetzt vor der Fährüberfahrt oder nach der Fährüberfahrt? Danach. Dein Mikrofon wurde jetzt gemutet. Genau vor dem Button geht der Motor aus. Ja, aus! Aus! Einen wunderschönen guten Abend, Flamm. Ein guter. Grüß dich. Genau, auch nochmal an alle. Wir fahren jetzt rüber und machen dann die Pause. Also, ich habe jetzt alles gemacht, bis auf Motor, ne? Sofern der letzte da ist, also ab dann beginnt die Pause. Wir machen wieder so 15 Minuten. Du hast gewonnen, gemacht, ne? Und dann geht die Scheiße noch raus.
E39 Chrysant Schild bin ich jetzt gerade. Was euch davon sagt. Was ist denn Chrysant? Fuck! Falsch gefallen. War eh Jörg. Jörg. Alexis, der Konvoi geht mindestens noch 2 Stunden. Such einen Parkplatz zusammen, ich fahre jetzt hier runter. Meinst du jetzt wegen Geschwindigkeit oder was ernst gemeint? War ernst gemeint. Such einen Parkplatz. Ich fahre jetzt hier direkt an. Komm dann mal. Wenn wir schon 2 Pausen machen. Die Pause findet an der Werkstatt statt. Da auch! Was? Ja, auf der anderen Seite. Wieder auf der Garage, auf die Garage. Auf der anderen Seite noch, genau. Ja, wir haben uns auf die Garage. Gute Idee, weil dann kann ich tanken. Ja. Ich bin leider nicht viel. Na, Micha, fertig mit Rüsseln. Jupp. Ist auch schön. So, dann haben wir jetzt den Stehsimulator, bis hier der ganze Konvoi durch ist, ne? Ja. Das kann aber dauern. Das ist zu langsam, war der Pech gerade. Jetzt gerade erst den Christian dann angekommen. Das ist ein Toyota. Also, Tim! Was denn? Was machst du da drüben? Ey, umgedreht, was macht denn der Überholer da drüben? Ich weiß jetzt nicht, was der hier vorhat. Ich bin schon die ganze Zeit auf Wasser. Eieieiei. Was ist dein Einsatz? Stellen sich deine WD da hin, ich bin der erste von WD gerade. Du musst dir was aus, damit die drehen oder? Ah ja, aber die Werkstatt ist ein bisschen klein. Das hat ein Game gesagt. Danke, Biggie. Wie bitte? Dankeschön. Kein Ding. Ich glaube, wir nehmen Polaris Lines als hab ich nicht. Davon. Oder? Machen wir doch, oder? Oh, ich dein Basti. Der Biggie. Ach, ich wollte dich jetzt mal reinlassen, aber. Jetzt? Achso, ich wollte schon hier die erste reinfahren wieder. Ah, Kämpfe. Und das Hubbelchen. Also ich sehe, kommt doch schon die letzten. Ja. So lange. Ich bin der Letzte. Ja, du bist schon längst bei mir vorbei, aber danke. Hä? Ja, nie, hä? Ich stehe ja die ganze Zeit hier an der Kreuzung, alles gut. Das sind wir aber auch wieder. Aber vor der Fähre. Du musst ja die Fähre nehmen und dann rüber, ne? Ja, ja. Dann rüber. Ne, ja, klar, sollst du vorher die Fähre nehmen. Dann geht's nach dann Belgien. Das, dann nach Belgien. Ja, nach Belgien. Wenn das nochmal 2 Stunden geht, ey, dann. Wie viel haben wir jetzt? 10 Uhr? Wir haben 10 Uhr. Oh man, ich bleib wieder noch hängen. Aber wieso, du kommst nach England? Nach England sollen wir rüber? Nee. Dänemark. Geht doch da gar nicht. Dänemark, wollte ich schon sagen. Du kannst uns nicht mit dem Teller fahren. Ich glaube, Esberg ist Pause, Feierabend. Zu wem? Uns. Da können wir da enden, Dude. Nee. Vermute ich mal. Sobald der letzte Park bitte Bescheid geben. Wie viele Leute sind wir denn überhaupt?
So. Ach, der war mal vorher. Bleibst du bitte stehen? Na, das ist bei Polaris nicht genug Platz, glaube ich. Jo, klingt. Was soll ich, ihr Lieben? Wir fahren um 22.15 Uhr weiter. Bitte pünktlich sein. Danke. Ja, Vinny, bitte nicht verfahren, Vinny. Bitte, also okay. Wo stehen wir denn jetzt? Also ich habe hier zwei Polaris Lines reingeparkt. Das hat man glaube ich schon nicht. Weil ich glaube, ist ja gerade vorbeigefahren. Scheiße. Ich würde empfehlen, bis zur nächsten Kreuzung zu fahren und da zu wenden. Doch, auch noch die scheiß Anfahrt. Wann ist wann geht es los weiter? 22.15 Uhr. Alles klar. Und ich bin noch niemals drüben. Naja, das ist so ein Schwachsinn. Also tut mir leid, Vinny, Was ist denn hier Polaris? Ja. Da wo du gerade vorbeifährst. Pass auf, mein Finger. Was, es geht? Boah, ist ja ein bisschen eng hier, oder? Ja, was besser ist, dass ich auf 14 Sekunden. Vicky? Ja. Fall vor mir? Fall vor dir. Auch vorbeigefahren. Auch vorbei, ich mach nochmal meine 2% weg, ich muss greifen. Ich hasse diese Anfahrt hier auf der Chip. Also wer die gebaut hat, der muss echt einen Klatsch haben. Finde ich geil. Fahren kann sich die geil. Ich glaub kaum, dass die 1 zu 1 22.15 geht der Konvoi weiter. Ich sehe nicht 1 zu 1, das finde ich auch so dran stehen. Die Pause ist hiermit offiziell eröffnet. Geht tanken, fahren, repariert der Vulkan. Du lass mich hier. Das sehe ich in Markus. Ja. Ich bin 4 Konzek-Fahrzeuge hinter dir. Was machst du denn hinterm Konzek? Ich hab auf Micha gewartet. Sollte ich bei 4% LKW-Schaden reparieren, okay. Sonst hätten wir. Wie ist das? Also wir stehen jetzt schon aufgepasst. Ja? Scheiße. Ich hab woanders hingeguckt. An hier. Vicky macht auch Offroad. Ja klar, was wir sitzen machen. Ja, Straße ist keine Option, wa? Schön, dass ich. Wo ist denn daher überhaupt? Was? Wo stehst denn du? Hier bei Polaris Lines, das ist bei der Werkstatt. Vor der Werkstatt, ja. Auf der rechts. Da muss man zwar rückwärts fahren können, aber ich glaube, das kriegen die Leute hier auch hin. Also ja, weil die hier alle Mist stehen. So, jetzt störe ich noch mal zum letzten Mal für heute. Oh, ein wunderschön, immer noch stören. Guten Abend. Wir haben nochmal ganz hinten einen Wechsel, weil der andere musste weg. Bei uns fährt jetzt ganz hinten der Sir Maxor. Almax. Okay. Also Sir Maxor heißt der Ingame. Ja, ja, also reicht ja schon, wenn ich Max lese, dann weiß ich das schon. Ja, ja, Max heißt der. Okay, super. Gut, dann euch noch einen schönen Call. Jo, ebenso. Jo. Irgendjemand hat einen Channel. Was macht der? Ich kann nicht fahren. Ja, man sieht's. Ich hätte von dir nicht mehr erwartet. Jetzt nochmal. Wirtszeit sollte der die Pause jetzt sein, oder? Ja. Also okay. Direkt nach der Ferie. Passen jetzt alle auf die Werkstatt drauf? Nein. Nein. Also das sind jetzt ein paar Leute, die parken an der Werkstatt, die SLer parken in diesem Nebenterrain und wir stellen das gerade bei Polaris Lines auf. Perfekt. Dankeschön. Also ich wahrscheinlich nicht tanken können, wenn das so weitergeht, ne? Wisst ihr, was ich mich frage? Warum stellen wir uns alle hier an diese engen Flächen rein, wenn doch der Hafen, das Hafengelände hier mit den schönen Parklinien komplett frei ist? Ja. Sinnlos. Ist dabei, also ist das sinnlos. Bisschen aufpassen bitte. So, wo ist jetzt hier die Einfahrt für... Ja, Big Mac, du solltest da schon wegfahren. Also, der ruckelt noch. Nicht da drehen. Hey, krass, mal rein, dreh eine Runde. Dann kannst du links einschlagen, da ist vorwärts. Febo, du musst jetzt rechts abbiegen und danach bemerkst du, wo sie alle stehen. Ja, falls ich mal rechts abbiegen kann. Boah, der Weg.
Ja, Fahr doch da rein! Blockierst die Einfahrt. Der hängt ja an dem blauen Container dran. Geil. Also das ist Mike, was soll es denn die für Action sorgen? Schwung. Schon. Nach links einschlagen. Und rückwärts. Ja, also bleibst du nach links einschlagen und rückwärts, was macht er? Links einschlagen und vorwärts, jawoll. Das ist rückwärts, Alter. Mach doch einfach F7 Enter, dass der wegkommt. Vielleicht hilft es auch etwas besser, wenn nur eventuell einer redet. Versucht zu helfen. F7 Enter, dass er da wegkommt. Immer noch drei. Noch ein Stück. Alter. Fahr gleich hier links auf. Auf dem Gebüsch. Wie den LKW zum Aufklären drauf. Auf Rasten, jetzt kannst du so relativ geradeaus zum Beispiel kannst du vorwärts fahren. Und dann musst du durch die Trailer so ein bisschen durch den Ketten und durch den Michael. Damit du möglichst gerade stehst und zurückstoßen kannst. Dann wieder Erfurt auf der Straße stehen, Alter. Mit hier. Eisenfresser. Ja, oh, gleich. Guter Name. Ja, das wäre doch auch nichts, ne? Nicht Scheißefresser, ja. Ja. Und hinter mir ist das stehen, hat mir das Mikro nicht gefallen. Da. Danke dir, Alexis. Wegen Danke, achso. Wegen Danke. Einfach nur Danke. Ja. Die Tanke, boah, die Tanke. Jetzt steht der Mike. Ja, das kriegt er schon rein. Ich sollte das ganz vorne fahren, damit du gut zurücksetzen kannst. Im Samsung die 15 mit weiter. Guck dir mal an, wie viele Leute um mich stehen. Ja, ja. Das ist heute jetzt. Ich würde sagen, wir beantragen Verlängerung auf 22.20 oder 22.25. 20. Hä? 20. Ja, irgendwann mal losfahren. Wer steht denn hier schon? Hallo. Hallo. So, Biggie, gibst du mal die Firma durch, wo ihr steht? Polaris, Greg. Danke. Wenn du rechts abbiegst, bei unserem SL steht da wieder direkt und musst du rechts rein. Danke. Das haut seid ihr nicht hin. Ich kann die rückwärts einpacken mit dem Doppeltrailer. Ja, ich versuch's auch nur irgendwie gerade ein bisschen zu schieben. Die Challenge des Konvois. Biggie, Rebo, bevor du da reinfährst nach rechts, hängst du gleich mit deinem Trailer schon dran, sogar schon mit dem Auflieger. Ja, ich empfehle nochmal zurückzufahren. Zum weiter links rauszuholen. Das wollen wir schon zurücklassen. Hast du mich gehört, Rebo? Jo. Nur 3 Meter zurück. Ich dachte, jetzt noch weiter reinfährst und ich will erinnern, dass du dann vorleist. Bei euch alles klar. Ah, da kommen gleich die Herren der Schöpfung, die wichtigsten. Wir wollten gerne eine Pauseverlängerung Beantragung machen, auf 20 nach. Ja, ist genehmigt. Ist genehmigt? Alles klar, danke. Ich frag noch, ob sie mich gehört. Dass Basti? Ja? Tu mal deinen Ton muten. Ja. Guck mal bei dir rein, wer ist. Ja. Nein. Mit T. Die wird um 5 Minuten verlängert. Konvoiabfahrt. Erstmal gucken. Dein Mikrofon wurde jetzt gemutet.
Nee, noch nicht ganz. Soll ich jetzt hier rückwärts einparken, bitte? Jetzt aber noch schnell. Gar nicht. Ja, ich überlege hier, wann die Winter immer so geistreich sind. Ja, 2 Minuten. Ach, das kann weiter dauern. Rechts eigentlich. Damit sie schön nach links umfahren kann. Will ich irgendwo sein? Gilbo, setz nochmal. Na. So oder so tanken fahren. Und den scheiß Auflieger jetzt mit. Das ist irgendwie auch nicht. Hm? Lass ihn doch da stehen und verrohne. So wie er jetzt ist, ne? Wurscht, in der No-Collision Zone steht er schon. Ach, scheiße. Basti! Mhm. Was war das schon? Ja, da drauf, dass der Gegenverkehr weg ist. So. Lässt ja keiner rüber. Problem ist, die können halt schwer durch, weil... Ja, die wegen mir. Ja, da müssen die sich hinten kümmern. Stell dir am besten draußen den Populares. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo hier was mit Kollision oder ohne ist. Nur Kollision. Bei uns gar kein. Am besten erstmal ein bisschen geradeaus, damit du schön deinen Hänger nachziehen kannst. Ich schau gerade von oben drauf. Ja, ich sehe hier sowieso nichts. Ich schau jetzt rechts. Bisschen langsamer fahren am besten. Aber noch nicht sehr nah geradeaus. Aber weißt du was, mir gefällt's hier, danke. Genau. Mit was geradeaus. Danke. Stress damit zurücksetzen können. Oh, danke. Du willst so parken. Ja, schön, dass du es jetzt mitgekriegt hast, dass ich gesagt habe, danke. Ja, gut. Guck mal, sieht doch gut aus von oben. Ja, ich wollte es gerade sagen, dann bist du ein Bild machen davon. Ja, mittendrin stand nur dabei, ne? Neue Parkaufstellung von dem weit weg. Nein, das hat sich wieder aktiviert. Nachdem sich unsere Reihenfolge im Konvoi erstmal ein bisschen geändert hat, ist das glaube ich auch so ganz akzeptabel. Ja, nur geringfügig. Ja. Ich war eigentlich mittendrin, dann war ich plötzlich ganz vorne. Ich weiß nicht, zwei Leute sind glaube ich ganz hinten gefallen. Plötzlich war der Michael hinter mir, nicht mehr der Mario. Ich ganz vor Anfang an. Ich will ganz vorne. Ich nutze die Gelegenheit doch nochmal und immer besser repariere. Jo. Dein Mikrofon wurde jetzt genommen. So, jetzt sind alle mal still. So. So, da bin ich jetzt nochmal. Gerade, sorry, dass ich gerade schnell Cam ausgemacht habe. Musste gerade noch schnell mal was essen. Nebenbei. Und. Ja. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz AFK gehen. Bis gleich. Ob ich Musik laufen lassen. Wie immer. Wieder.
we party. Eine Runde drin fahren. Ja, perfekt. Und jetzt so komplett nach links einlenken und gerade. Also links einlenken und rumfahren. Mal einen Kreis drehen hier drinnen bitte. Damit die Einfahrt dann für die nächsten wieder frei ist. So, wieder da. BB. Bitte auch da bleiben, weil es geht glaube ich ja los. Anwesend. Ja, weiter links rum. Immer schön links und machst du mal einen Brummkreis hier drinnen. Darf ich schon vorfahren, ja, gell? Bleib mal da, erstmal noch. Pass aber auf, die Trailer, glaube ich, haben Kollision da hinten. Ja, bei ihm nicht. Cool. Ja, ja, das ist ja. Leute, oh, Markus, bisschen geradeaus. So geradeaus. Abfahrt bereit, seid ihr vollständig, geht er da? Genau. Ja. Verlassen. Ja. Kannst du eigentlich so stehen bleiben, sobald ihr dann raus sind, kommst du eigentlich rum. Ja, glaube ich sowieso hinter Tim, ne? Also, der Konvoi ist in Bewegung, ja, mit genau. 30 km/h.
Richtig. So, wir hatten jetzt CSL eigentlich geparkt. Hinter uns, ne? Rechts. Hinter uns, ja. Gut. Ja, links von uns. Die Bots ist noch wirklich. Genau. Wunderbar. Tut mir leid, ich muss dich gerade ärgern. Damn Bot. Hat eh nie geklappt. Hast du einen Schreibfehler drin gehabt? Ja. Mein Handy ist übelst geklappt. Also der Link hat ja nie funktioniert, aber ist auch nicht so schlimm. Kannst du mich nachher ärgern? Warum? Vorsicht, es kommt Gegenverkehr. Vorsicht, es kommt Gegenverkehr. Ricky, hast du den Namen noch von den letzten SLer? Ja, das ist Max. Also, mittendrin ja, irgendwas. So. Ja, ja. Okay. Na los, Chris, gib doch mal Gas. Tritt mal rein. Das ist ja ein Ungarer, will ein Konvoi sein. So, damit es sich nicht ganz so ziehen tut, gehe ich gleich auf 50 km/h hoch, bin auf der Autobahn. Hört der letzte von SL ist raus. Jawohl. Was ist los? Digi raus, jetzt fährt Tim. Bitte auf dem Fußweg ausweichen mal. Achtung, auch Gegenverkehr kommt gerade einer bei euch. Markus, noch warten kurz. Danke. Jetzt rausziehen. Jetzt wollte ich gerade M80 sagen. Das noch so scheiße da steht von mir vorhin. Und nach der Werkstatt stehen die rechts auch noch. Jo, auf dem Fußweg. Plus. Dann auch der Mario. Einen wunderschönen guten Abend, Tessa. Okay, Mario nie da. Dann Michael, genau. Jetzt ich. Ach so, wo ich auch los war. Jo, ja. Jo, danke. Okay. Nee, eigentlich okay. Nicht eigentlich, der läuft super.
Eigentlich ja. Und eigentlich. Ja, ein paar Schwierigkeiten bei manchen. Ja, Winnie hat aber mal das geht was schnell wieder unter. Ich bin auch bei uns. Na gut, passiert. Genau, war schnell zu beheben. Bis auf Micha, der hat mich die ganze Zeit geärgert. Vorsicht, die EFL zieht an dem Big Mike vorbei. Vorsicht, die EFL zieht am Big Mike vorbei. Warum? Warum? Weil du leckst. Wenn die am Hinten zu bleiben. Kannst du mal hochwispern, warum, warum tut die jetzt... Nö, Tessa? Hä? Gehst du mal bitte in den Channel zu den Einsatzleitern und fragst mal, warum die einen überholen, obwohl das Lecken sowieso sich nach einer Weile auseinanderzieht und dann nicht mehr mit Lecken... Ne? Dass da nichts mehr leckt bei Mike. Dann aufhören rumzumauen mit dem. Das war doch bei mir genauso. Ja, aber das kannst du vergessen, Mike. Du wirst deswegen nie irgendwie hier. Ja, entweder passt es sich an oder nie. Wir müssen genauso Rücksicht nehmen auf ihre Lecker. Ja, eben, werde ja so. Auf die von denen, die ich fahren kann. Ja, richtig. Ja, ist er gerade mal draus, so ist es doch ganz praktisch. Naja. Ich verstehe das nicht. Jo, ich find's bloß ein bisschen schade, Tesa wird's definitiv nicht so. Da will ich auch mitkommen. Natürlich lustig. Tatsächlich würde ich das noch gerne hören wollen. Konvoi-Ende hat mich da gerade überholt. Konvoi-Ende! Ist nicht hinter jemand. Eigentlich ist es umgedreht, aber passt. Wow! Ja, also, Glaube ich, werde bei der Nachbesprechung der Konsequenz.
wissen. Ich hab das Gefühl, Flo mutiert zu mir. Ey, das gibt's nicht. Ey, da bin ich noch 5 km/h schnell, wie ich wieder auf Gas drück. Und dann 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach ja, so läuft. Jetzt ist ja der Bauern-Porsche, was du da fährst. Was muss ich? Du hast einen Bauern-Porsche. Ja, super, ne? Gerät von Benz ist halt das schnellste. Jetzt überleg dir, soll ich losfahren? Nee, ach, der will hier losfahren. Oh, soll ich einen Elfen anfangen? Oh, das funktioniert ja gar nicht. Oh, vielleicht ist der Trick geht ja auch nicht. Dabei, vielleicht ist der Trick dabei, erstmal Sand aufs Gas zu drücken. Vielleicht hilft das ja. Nee. Ja, wieso ist der nicht überrascht beim Losfahren? Gas drücken, damit du schneller losfährst. Damit der sanft im Elften losfährt, oder was? Ist der abgeregt? Ich glaube, mit Differentialsperre. Geht auch nicht. Ich muss auch überlegen, mach ich jetzt rein, mach ich jetzt nicht rein. Ich glaube, der funktioniert mit Aufziehmotor. Die ziehen ja auch immer erst nach einer gewissen Zeit. Ja. Hast du da so eine Schraube auf dem Cockpit, da musst du dran drehen? Ja, wollte gerade sagen, vorne da ist keine Anhängerkupplung dran, sondern vorne ist so eine Kurbel dran. Deswegen hörst du auch immer diese scheiß Kette im Motor von Benz. Gummiband. Ja, die Steuerkette oder was du da hast. Ui, eine Blitzersäule. Hallo, schön den Arsch in Bohr.
Ui, noch eine. Alles gut, ja. Gott sei Dank fährt der Konvoi so langsam, dass wir nicht geblitzt werden. Ja, sondern gemalt, ne? Tja. Da sitzt ein kleiner Zwerg drin, der malt ein Bilder. Kleiner Zwerg namens Michael. Hey. Naja, ja, kleiner Dicker. Ey. Nicht immer auf die Dicken, ja. Ja, nur auf die Dicken mit den Segelohren. Toll. Na, diese? Toll. Jetzt hast du Segelohren? Ja, ja. Nee, ich muss immer aufpassen. Wenn Wind weht, darf er nicht aufs Haus. Okay. Bin breit genug, also habe ich Dumbo-Ohren. Ey, ey, ey. Benjamin Blümchen, wa? Nein, Dumbo. Also Flugzeugträger. Benjamin Blümchen. Nein, Dumbo. Flugzeugträger. Nein. Doch, Flugzeugträger. Ja, kann nichts tragen. Der ist ja schon mit der Wasserflasche überfordert. Nix, sagt er nichts mehr. Was? Teser schon mal wieder. Teser. Also, klingt auch immer aus dem Teser. Mit dem Strohhalm. Ja. Schön austrinken. Wegen links. So. Ich hoffe, der hat da Zeit mitgebracht, was da steht. Leimer. Tag. Micha, streng dich doch mal an aufwärts, Mensch. Kann ja nicht, wenn der B-Truck vor mir nicht weiterkommt. So. Wer ist denn das da vor dir? Nicht. Ah, wundert mich gar nichts. Da. Das, ja. Das Licht am LKW, nicht am Fahrer. Immerhin haben sie das Getriebe LKW umgesetzt, wa? Realistisch. Gut, doch, Michael, ich kann auch Nutzfahrzeug sagen, wenn er sich versetzt wird. Jetzt haut doch aber ab. Ist das sogar ein Turbo hier? Ah, hier war jetzt eine Senke, da kann der Akkus auch mal schnell fahren. Eieiei. Vielleicht geht's auch noch bergauf. Nach der Geschwindigkeit. Ja, bergauf und dann schaltet er den Gang aus. Weißt du, Basti, hättest du mich im Pilaxer fahren lassen, wär's bestimmt besser gewesen. Oh. Wärst du in Ehenkont bei 7 mal tanken gewesen. Meinst du, weil der mehr. Weil der mehr Achsen hat, schaltet er besser aus? Vielleicht überlegt er doch nicht so lang. Da gibt es mehr Räder, wenn die Achsen vielleicht nicht zusammengepresst. Ich weiß ja nicht, wie das ganze Zeug funktioniert. Hä? Hä? Was hast du für Vorstellung? Ganz bunte. Ja, oh Gott. Ja, nee, aber Fantasien von Dani. Das ist vielleicht wirklich leichter für den LKW. Hä? Sicherheit. Achtung, Baustelle. Das Drehmoment verteilt sich dann 50-50. Ja, der genauso wenig was war. Das ist ja kein doppelter Motor drin. Kommt der Traktor heute noch in Wallung? Jetzt bremst du schon wieder. Schönes rotes Licht. Das ist kirschrot. Kirschgrün. Oh. Hier wieder Vollgas. Guten Ui. Morgen, Biggie. Wir gehen runter auf 30 km/h. Viel Spaß, Michael. Jo. Wäre es wieder lustig. Jetzt fahren wir noch nur 3 Sekunden, blöde. Den B-Truck nicht mehr auszugehen. Was willst du mit deinem MB-Truck? Mein LKW ist nicht grün. Mercedes? Ach so, ich hab, ja, ich hab jetzt gedacht, TRAC, also der Truck 1000 oder sowas. Nein, MB-Truck. Ach du Scheiße. Was denn? Nein, das ist Kühe. Irgendwas stimmt mit meiner Grafikkarte. Ja, ich wollte gerade sagen, da irgendwas stimmt nicht, ich sehe Kühe. Gehört das zum Spiel? Ja, ja.
Wollte jetzt gerade sagen, Alexis, aber. Boah. Der war ein bisschen stick. Der war einfach nur hart. Der war beleidigend. Weißt du, da ist Depoternte nicht drin. Depoternte? Ja, Einschleim. Depoternte ist in dem Witz nicht drin. Das ist doch kein Witz. Was hat Donny gesagt? Keine Ahnung. Da ist keine Depoernte drin. Das Fränkische versteht man doch oder nicht. Er denkt, das wäre lustig. Nee, ich weiß schon, auf was er hinaus war mit Po-Ernte. Ja, er denkt aber, es wäre lustig, wenn das Wort. Das soll eine Überleitung gewesen sein, aber gut, wenn ihr nicht wollt. Okay. Nee, das war zu logisch. War nur zu logisch. Das war einfach nicht lustig. Nee, weil es zu logisch war, sag ich ja. Gott. Nee, 10:45, mein Gehirn fängt an zu arbeiten, was ist denn hier los? Echt, du hast ein Gehirn? Ja, das wird langsam auf. Verdammt. Cool. Irgendwo. Wurde jetzt gemutet. So, da mein Schnucki. Einen wunderschönen guten Abend. Alles das gut bei dir? Das ist die Motivation, die ich brauche. Genau. Wo es vorgehen. Oh, das sind mir die liebsten Fahrer. Um die Kurve, bremsen. Entschuldigung, Flo war. Macht nichts. Und ihr wisst, ich fahre Gas. Ja. Ja, der hat jetzt wieder überlegen, wie er es noch hochschaltet. Beim Bremsen. Oder ja, Zala, ich muss mich erstmal danken, dass du dran erinnert, dass du mir die Teamspeak-ID von euch gegeben habt. Da bin ich mal echt glücklich, dass ich sowas auch bekomme von euch. Musst du doch mal die Bedienungsanleitung durchlesen. Vielleicht machst du was falsch. Du hast nicht aufs Gas drin am Anfang. Ja, genau. Muss das mal aufs Lenkrad schlucken. Gibt's eine gewisse Kombination. Und ein Sunny ist auch da, ich begrüße dich natürlich auch. Einen wunderschönen guten Abend, Sunny. Doch. Was ist denn? Dein Mikrofon hat sich wieder hoch, Ene. Hab ich gerade. Boah, Alter. Fangen die das Spielen an, unglaublich. Ui, so steht ja schon wieder. Wo dein stehst Mikrofon du hier? Der macht eine Panik, ist 200 Meter entfernt, weißt du? Ja, 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 ja. Oh, das ist echt nicht mehr feiern. Konze geht nicht. Ja, ja. Außer mal bevor sie jetzt. Zani, Zana, nee. Dass du die Hälfte vergessen hast. Kann passieren, sag ich immer wieder. Gehen die Durchsagen mehr noch. Ja. Und. Sani, ja, wir fahren jetzt den letzten Meter zum Konvoi. Nicht so der Konvoi. Ja, wir. Deswegen, also jetzt hier langsam hier Feierabend. Ist hier Ende, oder? Könnte doch Anfang sein. Oder haben wir uns wieder verfahren von der Zeit? Esbjörg. Soll ich euch die Frage beantworten oder was? Ja. Ja, ist es. Oh, jetzt nimmt er uns die ganze Motivation, weißt du? Ja, schnell. Jetzt fangen die es hoch, Mann. Nee, Flo, aber angefangen hat das mal hier. Echt, das war sogar mit WD. Wir haben auch sogar schon mal da aufgehört, alles gut. Ja, echt? Ich meine, hier hat schon Konvoi geendet, von wegen geschehen, welche die gerade Konvoi geendet. Ja, die waren auch da, die haben. Hey, ja, genau das mein. Die haben einen begleitet. Also, wenn es bei euch hupt, das ist unnormal. Puff! Versteh kein Wort. Hat das hier keine Motorlücken mehr? Michael! Aus. Aus! Oh! Okay, okay, viel Spaß beim Wenden hier hinten. Ich hoffe, ihr könnt alle fahren. Ja, melden Staus und Verhinderungen. Ja, okay. Ja, fair. Okay. War doch eine Beleidigung. Kann ja. Ich mich ja nie nennen. Oh! Außer ihr bremst öfter so. Was macht der? Weil er droppt, ich hab's gewusst, bin ich stehen geblieben. Dumm ist das eigentlich? Sinnlos?
Ist aber eine GML. Wollen wir jetzt die Cruiser-Sec weiter oder wie? Nein! Cruiser-Sec ist eine Security, genau wie die Consec. Und dadurch ist genau. Das ist doch, ich hab für dich nachher was. Hey, was denn? Wie die sinnlos GmbH. Was denn? Ein Versuch, einen Mischer wegzuräumen. Achso, ey, klappt hat. Weißt du kurz? Wir alle nochmal fangen. Die haben es versucht oder wie? Ja, also eigentlich wollte der Bus um die Kurve oder stattdessen hat er halt alles weggewichst da, was im Weg war. Na dann. Tat's wenigstens gut, Fricher? Ja, steckt tief drin. Hat er ordentlich abgespritzt? Oh ja, es geht ja nicht. War ein bisschen schleimig. Also wir parken jetzt hier. Ja, wir bleiben jetzt hier stehen. Sofort da vorne ums Eck rum. Vielleicht stellen sich ja noch welche hin. Hä? Ja, oder? Da können wir uns selbst auch mit vier Mann hinstellen und jemand auch noch passt ja, auf. Ich mal hier die andere Reihe auf. Dein Mikrofon hat sich wieder aktiviert. Los! Dein Mikrofon wurde jetzt gemütet. Warum fahren wir jetzt weiter? Weil wir uns jetzt dahinter stellen mit. Ja, bevor da vorne ums Eck kommt, bleibt da stehen. Micha! Was denn? Warte mal! Warum? Ja, wisst ich nie. Damit ich vorauskomme. Vorauskomme. Vorankomme. Oh. Voran, voraus? Wie? Was? Ey, voran, ich will nie überholen. Dein Mikrofon hat sich wieder aktiviert. Also auf jeden Fall kann ich dir sagen, du hast ein Polaris-Line anhänger. Kann das sein? Echt? Ja, ja, fällt mir so auf. Wiss ich nicht. Ich hab deine Schrift fast in Full HD. Also jetzt wollen 24 Zoll. Dein Mikrofon wurde jetzt gemutet. Dani? Ja, ich würde sagen, wir haben einen Parkplatz, oder? Ganz toll. Ja, das ist passiert halt, wenn man arbeiten muss. Das stimmt. Aber war mal wieder eine angenehme Sache mit dem Konvoi, muss man sagen. Ich glaub, mein Kupplungsbein ist eingepinnt. Und Tim steht hier, ich werde bekloppt. Auch mal halt eine andere Sache. Weil wenn Double Schwellern wieder mal hier oben Schweden durchzufahren, macht recht Laune. Und muss sagen. Weiter geht nie. Weiter geht nie. Rum sie rum oder was? Warte, ich steck mich mal ein bisschen rein da. Oh, oh ja. Was soll ich sonst noch sagen dazu? Konvoi. War in Ordnung. Da habe ich ja jetzt einen anderen Ausschwung hier, ne? Mal gucken, von wem das ist. Kommen wir mal näher. Oh, jetzt sehe ich nichts. Ups. Du kommst noch nicht mal hin. Oh, na gut, mit 5 macht's keinen Spaß. Das macht dann echt keinen Spaß. Da hast du recht. Oh, Entschuldigung, hatte ich das andere Mikro sogar an? Hallo. Hallo. Micha, so ist aber schön. Wer kann, der kann. Ja. Rein und raus waren, hast du geübt, hä? Ja. Kannst du deinen Arsch auch so schief machen, so wie mein? Nein. Okay. Kannst du deinen gerade machen, so wie mein? Wird ein bisschen dauern, also so. Ja. 20 Minuten. Lass ich lieber so. Schleimer. Dein Mikrofon hat sich wieder aktiviert. Oh Gott. Basti, mal eine Frage. Hast du auch manchmal, dass der Bot abschmiert? Nö. Also Mann. Im Patty-Verlauf, da ja. Aber das ist normal. Nee, Musik habe ich Problem. Nö, das scheißt bei mir nie ab. Firewall und Avira, ne? Falls du sowas hast oder Avast. Da musst du das Ding als Ausnahme hinzufügen.
Ich habe nur Windows, also. Jo, dann bei Windows Defender. Als Ausnahme. Falls nicht weißt, wie, können wir gerne nachher machen. Ja, zwischendurch mal, dann kurz. Jo. Damit dürfte es gehen. So, Mike, wo bist denn du? Nein, komm. Ich fahr gerade außen rum. Okay. Hast du es auch geschafft, gut. Oh, geht die Scope mit der Zeit auf den Single, ey. Ja. Das ist er ja, Big Mike. Ich? Hoppala, falsche Taste. Ja, kurz gemutet. User Sex für gute Freunde. Mm. Ein paar. So ein Haufen. Lockierung schaut auch scheiße. Hä? Die Lockierung fällt mir alle. Sieht richtig scheiße aus. Polnische Lackierung. Wie schön die wegfahren. Hm. Basti? Achso, war ja weg. Reißverschluss von vorne, da ist er her. Einen anderen weggehauen. Bissi. Ja, Biggie? Alles gut, ich weiß nicht, ob du das nebenbei noch liest bei dir. Ja, ja, deswegen bin ich gemutet immer hier im TS. Mach ich. So, sind dann alle angekommen und nein. Fertig? Nein. Die Red Dragons auf jeden Fall. Ja, geht mal los. Wir werden uns. Wir werden dann alle zum Nachgespräch gemoved. Ja, ja, ja. Macht mal. Ach, das Schleuder. Kann ich das gleich tun? Also, jetzt ansprechen. Hm? Meist dann so schwierig, ja? Im Satz. Da habt ihr einen vergessen, der ist noch unten bei WD. Euren Chef. Den können wir nicht, der ist höher wie wir. Der blockierte Benutzer hat den Server Growth Follower. Ja, also, erstmal von mir und im Namen der EWG, vielen Dank für eure Teilnahme. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, hören uns jetzt nochmal ja, an. Uns, der ganzen Abmoderation. Da gab es ein paar kleine Schwierigkeiten im Bereich Kommunikation. Ich habe idealerweise meine Whisperliste so verlegt, dass, wenn ich gewispert habe, mich im Führerhaus gedreht habe, war jetzt nicht so toll, aber habe es trotzdem irgendwie hinbekommen. Und ja, dann, wenn noch irgendjemand was zu sagen hat, bitte Talkpower anfordern. So. So, wie gesagt, ich ergreife mal das Wort für die Consec. Wie gesagt, wir als Consec bedanken uns für die Einladung zur Absicherung eures Konvois. Hat mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, immer wieder gerne. Und wie gesagt, wir können dem Konvoi nichts hinzufügen. Klasse gelaufen. Ja, wie gesagt, gerne wieder. Okay, danke. Martin möchte was sagen. Von der LL. Lisette.
Ja, danke. Also, war wieder mal ein schöner Konvoi, guter Start ins Wochenende. Ich sag danke für die Einladung, auch nochmal danke von unserem Chef, der liegt leider krank im Bett. Konsek hat's auch mal wieder super gemacht und ihr wurde ja auch nachgereicht, danke dafür. Ich glaube, also es war mal wieder ein toller Konvoi, er lief flüssig und ja, wie gesagt, danke für die Einladung, würden uns über weitere dann auch noch freuen. Kein Problem. Vielen Dank auch an euch. Kein Problem. Geh mal von oben nach unten. Justin. Kannst reden? Eigentlich, es hat sich geklärt, alles gut. Okay. Kannst dann den nächsten nehmen. Nämlich den nächsten. Okay, Mr. Pro Gamer. Also im Namen der Sinnlos GmbH bedanken wir uns recht herzlich für die Einladung von eurem Konvoi. Wir haben uns sehr gefreut für die Einladung. Wir würden uns auch recht herzlich über weitere Einladungen freuen. Es war ein super gelungener Konvoi. Trotz des Problems, wo wir an der Tankstelle umdrehen mussten. Aber dank der Constex sind wir auch sicher ans Ziel gekommen. Okay. Also vielen Dank auch an euch für eure Teilnahme. Dankeschön. Okay. Die Patch Mode. Ja, auch die EFL bedankt sich für die Einladung für den Konvoi. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Entschuldige Mike, wenn ich dir zwischendurch mal zu dicht auf die Pelle gerückt bin. Wir sind ja nun schon oft genug hintereinander hergefahren und bis jetzt ging es immer wunderbar, aber heute hattest du eine volle Dia-Show. Also heute hattest du das volle Programm. Die, wie ich dir schon mal gesagt habe, die schwedischen Heimatfilme musst du abends laden, nach dem Konvoi. Ne? Alles klar. Bis zum nächsten Konvoi. Ihr habt ja alle die Einladung bekommen für den 17. Und da findet unser Konvoi statt. Freuen uns auf euch und dann bis Danny. Okay. Ja, vielen Dank auch an euch für eure Teilnahme. Tobias. Ja, war ziemlich super dafür, dass ich das erste Mal bei so einem großen Konvoi selber dabei war. Gab bloß zwei Stellen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mit der Absicherung ein bisschen knapp. War an zwei Stellen gerade mal sehr nah an der Straße. Okay. War knapp, dass ich nicht hängen geblieben bin. Ja, okay. Das so. War auf jeden Fall einmal oben in Oslo. Ist mir aber auch zweimal aufgefallen, muss ich sagen. Aber sind wir alle heil durchgekommen. Ja, war aber super dafür, dass ich das erste Mal dabei war bei sowas. Ja. Muss man dazu sagen, war teilweise nicht anders möglich, dass die zwei Fahrzeuge sich, das betrifft, anders hinstellen konnten. Deswegen war es auch relativ knapp. Wie gesagt, das bitten wir als Konsek auch zu entschuldigen. Hat dir alles gepasst? Okay. Matze wollte noch was sagen. Ich hab mal kurz was in den Chat oder so. Matze, ne? Ja, einen wunderschönen guten Abend. Irgendjemand haut jetzt Kronen. Der Noob Max. Ich begrüße dich wieder bei mir im Chat. Ja. Irgendwo in Göteborg. Einen wunderschönen guten Abend, ja. Auf der Matze. Ja? Ja, du wolltest noch was sagen? Ja, also ich wollte eben kurz Danke an Konsek sagen. Ich war nur halb dabei, sprich, ich bin nach der Pause erst dazugestoßen. Dennoch, obwohl ich mich nicht angekündigt habe, hat man mich super empfangen von der Konsek. Nicole hat mich dann zum Konvoi gezogen und hat alles tadellos funktioniert, muss ich wirklich sagen. Von daher nochmal Danke an euch, dass das so gut funktioniert hat. Zumindest die letzte Hälfte, die ich dabei gewesen bin. Irgendjemand hat jetzt Kronen Server verloren. Okay. Dann einmal die.
Ja, gab einige kritische Stellen am Ende, weil die CG ist ja am Schluss gefahren. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass es auch ganz gut gelaufen ist, dafür, dass ich jetzt auch das erste Mal mit so einem Riesenkonvoi mitgefahren bin. Highlight war natürlich Tankstelle. Da sieht man auch mal, wie viele Leute wirklich dabei waren. Was man ja sonst nicht sieht, weil man sie alle, nicht einfach alle in den Tab reinkriegt. Mhm. Problem ist nur, dass auch zwischendrin auch öfters Grafikfehler aufgetreten sind. Und dadurch auch einiges zum Ruckeln kam. Dadurch auch der ganze Konvoi nach hinten immer weiter verzogen wurde. Ja, wie gesagt, das mit die, irgendjemand hat jetzt gerade einen Server verloren. Mit dem Ping und so. Das haben wir, ich meine, was, wie willst du das beheben? Ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt großartig zu beheben ist. Als die Firma, die da am meisten von betroffen ist, einfach nach hinten zu versetzen. Was eigentlich jetzt auch nicht wirklich freundlich wäre. Aber haben wir dann so gemacht. Aber die zwei Herrschaften, die da betroffen waren, die sind dann auch offline gegangen. Weil sie selber eingesehen haben und haben gesagt, gehen wir offline. Und dann gab es ja noch den Vorfall mit der, wo ich überholt habe. Mhm. Wenn ich da mit meinem Doppelanhänger mit 30 km/h den Berg hochdrücke und sehe, dass die anderen noch bei 10 sind und ich da erst stehen bleiben müsste und dann am Berg anfangen müsste, würde ich nicht packen mit meinem LKW. Deswegen bin ich gerade vorbeigekommen. Ja gut, aber es sind halt eigentlich Konvoi-Regeln, dass man da nicht überholt. Ja. Ging aber leider nun mal nicht anders, weil ansonsten hätte ich mich komplett zurückporten können. Jemand hat jetzt gerade einen Server verloren. Ich hätte eine Viertelstunde warten können, bis alle den Berg hoch sind und hätte dann erst hochfahren können. Ja. Dann hätte ich mich, und dann wäre wahrscheinlich der Fall gewesen, ich wäre in irgendeinen anderen reingeportet. Deswegen habe ich mir gesagt, gut, lieber langsam dran vorbeiziehen. Und sicher vorbeiziehen. Ich meine, da ist jetzt auch nichts passiert. Klar, eine Beschwerde kam an. Dann habe ich auch durchgegeben, dass nicht überholt werden soll. Ja, aber ist ja jetzt auch nichts passiert. Ja, manche kommen halt den Berg nicht hoch. Ja, ich bin den Berg auch am Anfang nicht hochgekommen. Ich habe da auch ein bisschen zu tun gehabt. Ja, aber übrigens, wie gesagt, also mit 10 km/h ist nur, da sind die den Berg nicht hochgekommen. Ja, die werden davor auch jemanden gehabt haben, der da langsam gefahren ist. Nee. Davor waren zwei Leute von mir. Von meiner Spedi. Ja, gut. Irgendjemand hat jetzt gerade einen Server verloren. Da war eine ganz große Lücke mit drin, also von knapp mehr als 500 Meter. Ja, aber das sind Sachen, da kann man halt nichts machen. Das ist ein großer Konvoi. Ja. Wenn da einer am Berg nicht hochkommt, dann müssen halt die anderen weiter hinterher tuckeln. Da kann man halt nichts machen. Ja, Regeln sind halt, überholt wird nicht. Ist auch doof. Ja, aber überholt wird auch nicht. Wenn du dann nicht mehr, wenn du da aber nicht mehr loskommst, dann am Berg ist dann auch. Ist doof, aber wird dann jeder machen. Und dann an die Leute, die abgesperrt haben, ein dickes Lob von mir. An die Konsig also. Genau. Fand ich sehr gut mit abgesperrt. Man musste dann auch meistens, wo es lang geht. Also war, fand ich top. Okay. Hast du noch was zu sagen oder kann ich den nächsten dann? Kannst den nächsten, ich bin soweit. Okay. Fertig. Also auch an euch vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt, ja. Dann Big Mac. Jetzt ist dir erlaubt zu sprechen. Ja, ich begrüße auch erstmal alle ganz recht herzlich. Von Namen der WD möchte ich gerne mich erstmal bedanken, dass wir mitfahren durften. Konvoi lief mal wieder super, auch Konsec wieder super Arbeit. Zwischendurch mal gab es halt so kleine Reibereien. Wir hatten einen, der schwächeren PC hatte, bei zu vielen Massen. Problem ist, wenn jetzt 5 Mann im Tab sind, dann hatte der überhaupt keine Probleme und das mal
nächste Mal so respektieren. Dann haben wir den ja bei uns schon hintergenommen. Also Info. Okay. Das war bei mir ist es genauso. Ich bei so großen Massen wie heute wieder mit 50 Mann am Anfang oder an der Pause. Es leckt einfach mal ein bisschen, dann ruckelt man ein bisschen. Nur sonst auf normalen. Deswegen. Verstehe ich jetzt nicht, das habe ich dann, haben wir dann auch nicht verstanden, warum dann am Ende der überholt werden sollte. Deswegen. Habe ich ja auch schon gesagt. Wenn der eine steht, dann steht der Rest ja auch. Aber trotzdem, sonst alles super. Okay, aber auch an euch nochmal recht vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Boah. Okay, wenn keiner mehr was zu sagen hat, dann würde ich sagen, könnt ihr euren jeweiligen Firmen-TS gehen und somit den Konvoi offiziell beenden. Gut, die Nachbesprechung der Consec findet wie üblich auf dem Consec-TS statt. Das heißt, in den nächsten Sekunden ist der TS hier wieder aus. Okay. Dann allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Dann gleichfalls. Irgendjemand hat jetzt gerade einen Server verloren. Ja, man hat es jetzt gehört, gibt immer mal so Kleibereien, aber fand ich wieder super. Ich werde mich hiermit erstmal von meiner Seite auf YouTube mich verabschieden. Wünsche euch einen schönen Abend. Mal schauen, was ich jetzt noch weiter spiele. Streame wird, glaube ich, LS wieder sein heute mal. Oder auch Rocket League mit ein paar Leuten zusammen. Muss mal gucken, wer jetzt noch da ist, dass wir noch mitreden. Mal schauen. Also hiermit erstmal bei YouTube bin ich weg. Wir hören uns. Livestream natürlich bleibt. Ganz wichtig. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.